alle Nachrichtensendungen auf, die irgendwo auf dieser Welt ausgestrahlt wurden, und konstruierten daraus den Weltuntergang und ihr neues Programm 09-09-09. Plus 25 Grad in Berlin, plus 30 in Paris. Hier hat es mittlerweile über 50 Grad. Der Klimawandel bedroht die Welt. Nichts Neues. Allerdings darf bei Maschek darüber gelacht werden. Auch wenn es weit entfernt ist von Political Correctness. Ja, es ist so, jetzt trifft es endlich die Richtigen. Wir haben wirklich hunderte Jahre darauf gewartet, dass zu uns endlich einmal Wasser kommt. Schickwose. Lacht man über Schwarze, die nach Wasser schreien? Man lacht über die intelligente Art, wie sie damit umgehen. Ja. Das ist die Masche von Maschek, dass sie so wunderbar der Grenze des guten Geschmacks entlang wandeln. Und das zeichnet uns ja aus. Wenn es unangenehm wird, lachen wir. Und wenn wir Angst haben, lachen wir. Es ist eine eigene österreichspezifische Kultur, dass man einfach drüber geht, dass man political incorrect ist und damit auch spielt und auch sehr genussvoll diese Grenzen verletzt. Ja. Die Vorbereitungen dazu waren allerdings alles andere als ein Genuss. Wochenlang scannten Maschek die Nachrichtensendungen des 9. September 2009 auf brauchbares Material für den inszenierten Weltuntergang. Angekommen sind ganz gefährliche Wirbelstürme, das muss man sagen, in der südchinesischen See. Man sieht die Symbole in der Meteorologie, sind es Neuner, wenn man es umdreht, sind es 3 Sechser, wie wir wissen, 3 Sechser, das ist die Teufelszahl. Das Thema ist brandheiß, das Thema ist ernst, das ist aber witzig aufbereitet. Also ich bin überzeugt davon, wenn ihr das alles mit ganz normalen Stimmen sprechen, lacht da drinnen überhaupt keiner. Ja, ist die Betroffenheit eine ganz andere. Zu ihren neuen Stimmen kamen die einzelnen handelnden Personen übrigens keinesfalls zufällig. Ich schlage vor, ich verköte hier mit deinem Konzert. Wir machen, wann dann das gelungen ist mit Michael Jackson, ein Konzert im nächsten Jahr, weil dann ist die Welt gerettet. Bitte die Karten aber jetzt schon zu bestellen und auch zu zahlen, weil gewissermaßen, es kostet ja vorab viel Geld und nicht nachher. Wenn jemand ausschaut wie der Kindl zum Beispiel, mit einem ordentlich gefüllten Papperl, dort muss das auch vorkommen, dass der das Papperl hat. Man will eine bestimmte Geschichte erzählen, man unterstellt der Figur einen Charakter und sucht eine Stimme, die zu dem Charakter passt. Ich bin der Superman. Superman ist der... Lois Lane vom Daily Planet. Sie sind, also, was ich mit Sicherheit weiß, Sie sind nicht Superman, mit oder ohne Cape. Ich würde Sie auf jeden Fall erkennen. Sie sind nicht der Superman. Das sage ich in meins Gesicht. Aber ich bin der Superman. Ich habe Röntgenblick. Ich sehe, du hast da keine BH. Alles wirklich nur erfunden? Maschek wollen mit ihrem neuen Programm jedenfalls zum Nachdenken anregen. Bei der Premiere ernteten sie dafür zumindest schon mal laute Lacher. So stelle ich mir das Ende der Welt vor. Maschek singt den Soundtrack We Are The World. Da muss die Welt untergehen, oder?